Hallo und herzlich willkommen bei Teigwelt. Wir sind zurück mit einem neuen Produkttest. Wir haben uns Crepe Maker bzw. Crepe Pfannen genau angeschaut. Wir haben 6 Produkte dazu ausprobiert und am Ende bekommst du unser Fazit dazu. Wir wünschen viel Spaß bei dem Video. Wir beginnen mit dem ersten Eindruck der Produkte. Den Start macht die Pfanne von WMF. Das Zubehör, was dabei war, war einmal der Teigverteiler und ein Spatel, die sind wirklich sehr gut verarbeitet im Vergleich zu den anderen, die dabei waren. Die Pfanne selbst macht ebenfalls einen sehr guten Eindruck. Wir haben immer ein bisschen am Griff gewackelt, um zu schauen, dass er auch sehr fest sitzt und haben danach noch einmal die Gesamtqualität der Pfanne näher beobachtet. Das haben wir auch noch alles einmal auf unserer Homepage unter www.teigwelt.de für dich zusammengefasst, wenn du die Details möchtest. Die zweite Pfanne ist von Tefal. Diese hat ebenfalls 28 cm Durchmesser, genauso wie die Pfanne von Le Creuset. Nur die Pfanne von WMF ist etwas kleiner mit 27 cm. Vom ersten Eindruck waren alle drei Pfannen gut. Es gab kaum Unterschiede von der Qualität bzw. der Verarbeitung vom ersten Eindruck jeweils. Nun sehen wir das Produkt von Rosenstein und Söhne. Das ist ein Eintauch-Crepe-Gerät, das zeigen wir später auch noch. Das Gerät, was nun im Bild ist, ist von Severin und das letzte Produkt im Test ist von der Firma Russell Hobbs. Was auffällig war bei dem Produkt von Russell Hobbs, das mitgelieferte Zubehör war wirklich von einer sehr schlechten Qualität. Beim Spatel sehen wir jetzt hier, dass dort Plastikteile abstehen und die gesamte Verarbeitung nicht so gut ist. Wir sind der Meinung, wenn man schon Zubehör dazulegt, dann sollte es wenigstens einigermaßen hochwertiges und vernünftiges Zubehör sein. Ansonsten kann man sich das Ganze auch sparen. Jetzt sieht man nochmal einen Vergleich zwischen dem Zubehör von WMF und von Russell Hobbs. Und ganz klar zu erkennen ist, beide sind nicht besonders hochwertig, aber das von WMF ist deutlich hochwertiger. Als nächstes haben wir alle Produkte einmal durchgemessen, jeweils in der Mitte der Zubereitungsplatte und dann ganz außen. Und wir wollten einfach schauen, ob die Temperatur einigermaßen gleichmäßig ist. Und das war wirklich bei allen Produkten so. Das heißt, wir haben nur wenige Grad Unterschied zwischen den verschiedenen Pfannen- bzw. Heizplattenbereichen. Nun wollen wir aber schon loslegen. Wir haben einen Crepe-Teig vorbereitet, der ist bei allen Crepe-Makern bzw. Crepe-Pfannen identisch, den wir verwendet haben. Wir erstellen immer am Ende ein Foto und das haben wir ganz am Ende dieses Videos in einer Übersicht für euch, auch in der Größenrelation und halt die Optik des Crepes. Den Anfang macht das Gerät von Rosenstein und Söhne. Dort ist es so, dass das Gerät in die Schale eingetaucht wird. Die Schale war dabei, besteht aus Plastik. Dort wird der Crepe-Teig eingefüllt und anschließend das Crepe-Eisen gedreht und in den Teig eingetaucht. Da sieht man es auch schon, es steht nicht besonders fest auf dem Tisch und geht jedes Mal mit hoch bzw. kleckert ein bisschen. Das ist unschön, aber man kann durchaus auch einen normalen Teller verwenden, da würde das nicht passieren. Die Crepes sind relativ klein. Wir haben alle Crepes nach ca. 60 Sekunden einmal gewendet und auf der zweiten Seite für 45 Sekunden weiter geheizt. Von der Bedienung war das Gerät wirklich gut. Mir sind die Crepes etwas zu klein, aber an sich hat es gut funktioniert. Als zweites das Gerät von Severin. Hier haben wir den Teig auf die Crepe-Platte aufgefüllt und anschließend mit einem Teigverteiler einmal verteilt auf der gesamten Platte. Man sieht das auch schon, dass wir vor diesem Crepe einen weiteren gemacht haben zum Ausprobieren und dort war es so, dass wir etwas gekleckert haben mit dem Teig. Das lässt sich gerade vorne, wo es übergelaufen ist, später sehr schlecht reinigen. Das ist ein kleiner Nachteil von diesen Standalone Crepe-Makern. Die Reinigung ist deutlich aufwendiger als bei einer Pfanne. Von der Benutzung selbst war ich sehr zufrieden. Das Aufheizen ging wirklich sehr schnell und der Crepe sah anschließend auch gut aus. Hier haben wir auch wieder den Crepe für ca. 60 Sekunden gebacken. Jetzt ist der Crepe auch schon fertig und ging zur Fotostation, wo wir nochmal alle Fotos für euch gemacht haben. Die sind am Ende des Videos. Schaut es euch an und seht dort genau die Unterschiede zu den einzelnen Crepes. Das dritte Gerät ist von Russell Hobbs. Es ist sehr identisch zu dem Gerät von Severin. Beide haben einen Durchmesser von 30 cm. Das Zubehör, das dabei war, war einigermaßen gleich, wobei das von Russell Hobbs von der Qualität schlechter war. Die Aufwärmzeit ist ziemlich identisch
Nur bei der eigentlichen Einstellung ist es ein bisschen unterschiedlich. Der eine hat die LEDs etwas anders angeordnet. Severin hat 6 Heizstufen und die Russell Hobbs Platte 5 Heizstufen. Am Ende haben wir aber beide Platten auf maximaler Stufe eingeschaltet und die Ergebnisse nach 60 Sekunden sind wirklich nahezu identisch. Von der Bedienung sind diese Crabmaker wirklich schön. Nur die Reinigung am Ende ist etwas aufwendiger als bei der Pfanne. Und zu den Pfannen kommen wir genau jetzt. Hier haben wir jeweils den Wassertest gemacht und anschließend den Crepe-Teig in die Pfanne gegeben. Hier haben wir es immer etwas eingeölt vorher. Dazu haben wir eine halbe Kartoffel genommen und nur etwas Sonnenblumenöl. Und das haben wir aber auch bei allen anderen Crepe-Bäckern vorgemacht. Auch hier geben wir eine Kelle in die Pfanne. Diese Pfanne von Tefal hat einen Durchmesser von 28 cm und hat mir sehr gut gefallen. Der Rand ist relativ flach von der Neigung. Das ist nicht so gut, wenn ich später auch den Crepe einmal ohne Wender wenden möchte, sondern das durch eine Schwingbewegung machen möchte. Das hat hier nicht so gut geklappt. Da war die nächste Pfanne, die wir gleich sehen, von Le Creuset deutlich besser. Aber auch mit der Pfanne von Tefal hat man sehr schöne Crepes hinbekommen, wie wir jetzt sehen können. Das ist jeweils nach 60 Sekunden Zubereitungszeit pro Seite. Jetzt sehen wir die Pfanne von Le Creuset. Die hat mir sehr gut gefallen vom ganzen Handling. Der Stiel ist sehr gut, die konnte ich auch gut danach aufhängen. Dieser ist mit Nieten befestigt und insgesamt wirkte die Pfanne sehr, sehr robust. Auch hier haben wir wieder eine Kelle Crepe-Teig eingefüllt, das Ganze mit dem Teigverteiler gleichmäßig ausgebreitet und für 60 Sekunden in der Pfanne gelassen. Es empfiehlt sich, so einen Crepe-Wender dafür zu verwenden. Diese gibt es auch noch aus Silikon. Diese finde ich etwas schöner, weil sie sich besser reinigen lassen. Dieser war jetzt dabei bei einer anderen Pfanne, deswegen haben wir ihn hier verwendet. Wir haben aber das weitere Crepe-Zubehör, genauso wie Teigverteiler aus Silikon, auch noch auf unserer Website einzeln vorgestellt. Da könnt ihr euch gerne auch einmal reinklicken. Den Link dazu habe ich in der Videobeschreibung, genauso wie die einzelnen Links zu den Produkten. Die letzte Pfanne im Test ist die WMF Devil Crepe Pfanne mit 27 cm, die kleinste im Test. Aber das Crepe-Ergebnis war wirklich hervorragend. Das hat mir äußerst gut gefallen. Wir sehen das gleich, dass nach 60 Sekunden hat der Crepe mit Abstand am meisten Farbe von allen Pfannen. Und auch das Handling selbst von der Pfanne hat mir gut gefallen. Wir behalten alle Pfannen jetzt wieder für circa ein Jahr und werden diese sehr regelmäßig benutzen. Also lasst uns gerne ein Abo da, denn wir posten nach diesem einen Jahr auch gerne nochmal ein Update und schauen einfach, wie die Haltbarkeit der Pfannen ist. Insgesamt finde ich aber, dass die Pfannen deutlich besser sind bzw. praktischer. Jetzt sehen wir aber auch nochmal im Preisvergleich, dass die Pfannen natürlich etwa, sagen wir mal, doppelt so teuer sind, außer der Ausreißer von Le Creuset, der noch teurer ist. Aber mit der Pfanne bin ich deutlich vielseitiger. Ich kann die Pfanne natürlich nicht nur für Crepes einsetzen, sondern auch noch für Spiegeleier oder für Pancakes oder auch für Tortillas. Da bin ich wirklich frei. Und die meisten Leute werden ja einen Herd zur Verfügung haben, auf den sie die Pfanne stellen können. Also bin ich der Meinung, dass man durchaus das Geld investieren sollte und auf eine vernünftige Pfanne zurückgreifen sollte und nicht auf einen Crepe Maker. Sollte man aber den Stauraum haben, kann man auch wirklich auf die Crepe Maker zurückgreifen. Die Ergebnisse bei den Crepes sind nahezu identisch und ebenfalls sehr gut. Jetzt in der Übersicht sehen wir auch nochmal die einzelnen Crepes. Dieser Eintauch Crepe Maker, der hat mir am wenigsten gefallen. Man sieht das jetzt hier auch nochmal in der Relation. Der ist mit Abstand am kleinsten und das Belegen auf dem Crepe-Eisen selbst ist auch nicht so komfortabel, da es leicht abschüssig ist. Mir gefällt das von der WMF Devil sehr gut und die Pfanne von Le Creuset gefällt mir ebenfalls sehr gut. Das eine ist mein Preissieger und das andere ist mein Gesamtsieger. Die Pfanne von Le Creuset hat mir mit Abstand vom ersten Eindruck am besten gefallen. Was ich etwas negativ finde, die Pfanne kam nur nicht ordentlich verpackt zu mir. Es gab keine weitere Umverpackung, sondern sie war lose in dem Paket, wo ich das bestellt hatte. Das finde ich nicht so schön. Bei einem Produkt in der Preisklasse würde ich eigentlich erwarten, dass diese besser verpackt ist. Aber das Produkt an sich hat mir mit Abstand am besten gefallen. Den ausführlichen Produkttest findet ihr auch nochmal unter teigwelt.de.
und lasst mir am besten ein Abo da, einen Daumen nach oben und wenn ihr mögt, einen Kommentar. Wenn ihr irgendwelche Wünsche oder Anregungen habt zu den Pfannen bzw. Crepe-Makern, sagt mir das gerne. Die Produkte habe ich und ich erstelle gerne noch ein zweites Video, wo ich die Fragen aus den Kommentaren gerne aufgreife. Ich wünsche viel Spaß beim Crepe-Machen.